Hier ist Amara. Verstanden. Ja. Wie hast du das... Weißt du was? Ach, es ist egal. Hier spricht eifernde Leon. Hör zu. Siehst du diesen irren Lichtstrahl, der durch den Himmel rast? Ziemlich cool, was? Na, das bedeutet, die große Kammer öffnet sich. Und wenn sie das tut, sagt Pandora, leb wohl. Wenn du also deine Heimat retten willst, schwing deinen Arsch nach Necrotafeo. Sofort! Hier rüber, Killer. Er sagte Typhon de Leon. Unmöglich. Er ist seit Jahrzehnten verschollen, seit er geschworen hat, diesen legendären Necrotafeo! Maya hat mir Geschichten darüber erzählt. Was ist hier los? Pandora ist kein Planet. Es ist die große Kammer. Und Tyreen will das planetengroße Monster im Inneren aussaugen. Der Zerstörer. Er lebt noch. Das meinte Tyreen, als sie gesagt hat, sie würde beenden, was ich begonnen habe. Hier ist noch eine Kammer. Du solltest dich mal darin umsehen, Kammerjäger. Wir brauchen jeden Vorteil, den wir kriegen können. Eigentliche große Kammer. Der pandoranische Schlüssel war lange im Besitz der Kalypsos. Sie hätten diese Kammer schon vor Jahren plündern können, haben sie aber nicht. Vielleicht verbirgt sie keine Macht, sondern Wissen. Wissen, das sie schon hatten. Unglaublich! Das Gerät scheint die eridianische Sprache übersetzen zu können. Das ist selbst den führenden Forschern auf diesem Gebiet jahrzehntelang entgangen. Und ja, damit meine ich auch mich selbst. Das muss genauer untersucht werden. Komm zu mir zurück, Kammerjäger! Sehr gut. Wenn du zu Sanctuary zurückkehrst, komm als erstes in meinem Labor vorbei. Ich denke, dieses Analysegerät könnte ein Teil des Rätsels sein, das ich zu lösen versuche. Alle zurück zum Schiff. Wir müssen Necrotafeo finden. Und den Kammerjäger treffen, mit dem alles begann. Dem Ende der Welt hat sich die iridianische Platte in meinem Labor, oder meine Laborplatte, offenbar selbst reaktiviert. Untersucht das, Kammerjäger. Die Iridianer überlassen nichts dem Zufall. Vielleicht haben sie eine letzte Nachricht hinterlassen. Was steht mir denn bitte nicht? Du siehst hart aus. Wir sind jetzt Freunde.
mit dem Analysegerät zu tun, das du bei der Kammer mitgenommen hast. Mal sehen, was passiert, wenn du es benutzt. Du. Du, der mir zuhört, Äonen nach meiner Zeit. Ich habe diese Worte aufgezeichnet, auch wenn mein Verstand unter der Last meiner Taten zerbricht. Finde meine Worte und erinnere dich für mich an ihre Wahrheiten. Denn ich bin diejenige, die den Zerstörer in Ketten gelegt hat. Ich bin die Mörderin der Eridianer. Ich bin Nyriad. Crimson Raiders auf die Brücke. Necro Tefeo wirklich? Ich dachte, das wäre ein Mythos. Ich auch. Vor Jahrzehnten verschwand Typhon de Leon auf einer Expedition zur Heimatwelt der Eridianer spurlos. Anscheinend hatte er sie doch gefunden. Tyrene sagte, der Zerstörer wäre bald frei. Er wird den Planeten von innen heraus zerreißen. Wenn Typhon de Leon weiß, wie man Pandora retten kann, müssen wir ihn finden. Ich hätte nie gedacht, das mal zu sagen, Killer. Aber nimm Kurs auf Necro Tefeo. Necro Tefeo. Das ist also der Heimatplanet der Eridianer. Nach all der Zeit. Worauf warten wir noch? Kammerjäger, ab nach unten mit dir und finde Typhon de Leon. Die Landekanzel ist bereit. Pass da unten auf dich auf. Getan und diesen Bastard Troy getötet, aber das ist noch nicht das Ende des Abenteuers. Ich weiß, ich habe über Pandora abgelästert, aber es ist immer noch meine Heimat. Wir müssen sie retten. Hey!
Jäger. Wir verfolgen Typhon de Leons Echo-Frequenz und schicken dir die Koordinaten. Das ist alles zu viel. Erst war Pandora die ganze Zeit über eine Kammer und jetzt haben wir die Heimatwelt der Eridianer gefunden. Du wirst bei Typhon de Leon persönlich begegnen. Ach, das schreit nach einem Nickerchen in meinem Saurianer. Lilith, Maliwan ist hier. Ziemlich tot. Woher wusste Maliwan von Necrotrapheo? Bleib wachsam, Killer. Nächster! Es pulsiert in meinen Adern. Fauna hatte wohl was dagegen, dass sich Maliwan hier häuslich einrichtet. Kümmer dich darum, Killer. Wir müssen De Leon finden. Da! Fühlt sich gut an. Du kannst dich freuen. Hey, Kajot, sieht aus, als wollte Maliwan ein Catch-Ride einrichten, bevor sie gefressen wurden. Vielleicht kannst du Energie... Ich habe mich nur wegen Typhon de Leon mit Eridianer-Forschung beschäftigt. Wenn jemand weiß, wie man das Universum rettet, dann er. Gute Gründe, um sie zu töten.
Banshee war der Schrecken des mythischen Necrotafeo. Doch gegen dich haben selbst Legenden keine Chance. Juhu! Ein Kampf. Das wäre nicht nötig gewesen. Danny? Stir. Zerstöre in Pandora eingesperrt war. Das war von Anfang an ihr Ziel. Sollte Tyreen den Zerstörer aufsaugen, tja, du bist, was du isst. Destroyer of Worlds? Ich glaube, du kannst mit den Typen da sprechen, um anzufangen. Vielen Dank für deine Hilfe beim Testen der privaten Early Access Version unseres Augmented Reality Spiels Destroyer of Worlds. Ich bin Mickey Trix, der Marktausbeutungsmanager. In unserem Spiel will der große böse Ragnar Gob unsere Welt durch diese RIEX-Portal-Dinger infiltrieren. Egal, bla bla bla, Story, Story, Story. Finde den ersten Portal-Hotspot, um das Spiel zu starten. Ich werde angegriffen!
und noch schrecklicher. Aber ist das Spiel nicht schon jetzt fantastisch? Ich bin schwer verwundet. Ich brauche Hilfe. Beschütze mich! Vielen Dank für deinen Einkauf. Halte sie auf, Pen! Sie greifen an! Mal wieder kampfbereit. Sie haben mich. Ich brauche Hilfe. Kämpf weiter. Halte sie auf, Held. Oh, oh. Lang wird schon wieder langsamer. Aber keine Sorge. Sie greifen an. Sie auf, Held! Daisy! Daisy! Rette mich, Held!
100%. Hör zu, ich werde angegriffen. Noch ein teuflisches Rachetportal, das es sofort schließen hält. Danke für deine Hilfe beim Schließen des Portals. Beschütze mich! Halte sie auf, Held! Führe Todesschuss und Exekutor. Ich spüre die Kraft! Beschütze mich! Bringt mich nicht ins Schwitzen. Für ein weiteres spannendes Abenteuer? Lass uns reden!
Oh, oh! Ein neues Portal scheint sich zu öffnen. Aber Lanas Kräfte lassen nach. Du musst ein paar Lektosch-Kristalle besorgen, um ihre Kräfte aufzufüllen. Bitte, Held! Ich brauche diese Kristalle! Ups, das sollte nicht passieren. Und das Ziel ist auch verbannt. Wow, du musst eine Menge Kristalle besorgen. Nun, dann beeil dich lieber. Okay, wir haben eine Lösung für unser Bug-Problem. Möchtest du unser brandneues, aufsteigende Energiepaket mit 90 Lektosch-Kristallen kaufen, um deinen Fortschritt zu beschleunigen? Überaus praktisch. Schieß jetzt auf deine Auswahl. Ja, Held, geschafft. Bring mir jetzt diese Lektosch-Kristalle, damit ich wieder zu Kräften komme. Ich spüre, wie die Energie mich durchblutet. Hilf mir nun, dieses Rajek-Portal zu schließen. Diese Gegend wurde von Ragnagobs Geißel befreit. Fürs Erste. Danke, dass du eine weitere aufregende Destroyer of Worlds-Mission gespielt hast. Ah, Ragnagob will unsere Welt noch immer überfallen. Es wird Zeit für einen letzten Kampf. Und ein weiteres Mikrotransaktionsangebot. Finde den letzten Portal-Hotspot. Die Eridianer waren weder Götter noch Dämonen. Sie waren einfach ein Volk, dessen Fähigkeiten größer waren als seine Wünsche. Sie haben in ihrer Neugier Grenzen überschritten. Okay, eine verkackte Mission gilt es noch durchzustehen. Hey, Held! Gib mir Bescheid, wenn du für den ultimativen Kampf gegen Ragnagob bereit bist! Das ist er, der Große. Trotz all deiner Bemühungen versucht Ragnagob, durch dieses Portal in unsere Welt zu gelangen und bla bla bla. Halte ihn mit Kugeln auf! Stör dich nicht am Feindmodell, das ist nur ein Platzhalter. Wir setzen ihn in Kürze mit etwas total Abgefahrenem. Vertrau mir. Es scheint eine Weile zu dauern. Mikrotransaktionen verdient haben, werden wir das Spiel definitiv fertigstellen. Versprochen. Nicht heute. Sehr gut, ne?
noch nie von einem Falken gehört, aber Baylex ist der Meister. Ich hab jetzt ein Poesie-Modul. Okay, mal sehen. Soll ich dich einer Sommerrose vergleichen? Sie ist wie du so ölig nicht und korrosionsbeständig. Warum sagen mir die Leute immer, dass Poesie die schlimmste Kunstform der Menschheit ist? Sie ist großartig. Hat's dir gefallen? Für dich. Ich würde jeden Dichter jagen und grausam umbringen, damit nur deine süßen Worte auf ewig durch diese Galaxis fallen. Okay. Tolle Neuigkeiten, Rekrut. Ich habe noch eine letzte Knäpfles-Anzeige für dich. Tolle Neuigkeiten, Rekrut. Ich habe noch eine letzte Knäpfles-Anzeige für dich. Die allerletzte. Triff mich auf Pandora. Irgendein dummes Ding zahlt uns einen Arsch voll Geld, nur um tanzen zu gehen. Selber schuld. Und da mein Rat nicht gläubig ist, ziehst du also besser deine Tanzschuhe an. Registriere neuen Kraft. In der Kiste? Das ist... Kein Kran in der Kiste. Nur mehr Power im Popöchen. Neidisch? Nein! Vielleicht. Nein. Ich wusste, ich hätte das für mich behalten sollen. Wie läuft's da draußen? Also kauf das endlich. Bis zum nächsten. Oh. Verschwende bloß nicht meine Zeit!
Was willst du denn? Bring mir beim nächsten Mal ein paar verdammte Blumen mit! Thank you.
zurück zum vorgesehenen Programm. Erster Verwalter von Typhon Delirium. Weil mein Gegenstück mir in jeder Hinsicht unterlegen ist, hat Delirium mich damit beauftragt, dich zu begrüßen. Also, willkommen. Na, du weißt aber, wie man jemandem einen warmen Empfang bereitet, was? Jäger, ich bin Sparrow. Typhon hat mich gebeten, dich herumzuführen. Sparrow, was zur Hölle? Typhon hat gesagt, das Universum sei in Gefahr. Wir haben keine Zeit für eine Tour. Fahr zur Hölle, Grouse. Zeit für eine Tour. Nur zur Info, die gesamte Innendekoration. Du bist spät dran, Kammerjäger. Retten wir das Universum. Was? Hast du eine Hackfresse erwartet? Schön, dass du es geschafft hast. Das war sicher anstrengend. Hier ist eine kleine Aufmerksamkeit. Diese Wumme gefällt mir sehr. Sie läuft mit Iridium. Wenn du welches hast, kann ich dir jederzeit eine Waffe bauen. Aber jetzt muss ich dir etwas zeigen. Hier entlang. Hey, Watts, ich bringe den Kammerjäger zur Maschine. Lasst niemanden rein, Maliwan oder nicht. Jetzt können wir beweisen, wie gut wir sind. Spielt keine Rolle. Das Universum geht unter. Diese Laserpeitsche ist praktisch. So kann ich auch in meinem Alter noch mithalten. Außerdem sind Peitschen toll. Laser auch. Du hast wieder mal eine kapiert, dass Pandora eine große Kammer ist. Die Iridianer nannten es die große Kammer oder so. Vor langer Zeit sperrten sie eine interdimensionale Monstrosität namens der Zerstörer dort ein. War nicht leicht, aber sie haben es geschafft. Die Iridianer opferten ihre gesamte Zivilisation, um dieses Ding einzusperren. Sie waren schlau, diese Aliens. Die Iridianer hatten einen Plan B, falls irgendein Idiot blöd genug ist, den Zerstörer freizulassen. Wenn das passiert, nun, er heißt nicht ohne Grund der Zerstörer. Hinter dieser Tür befindet sich ein antiker iridianischer astrokinetischer kammerbetriebener Fastmotor-Dingenskirchen. Ich nenne es einfach die Maschine. Sehr praktisch. Und die Farben. Diese Iridianer hatten es echt voll drauf, was? Das war die Maschine, mit der sie den Zerstörer zum ersten Mal eingesperrt haben. Und sie kann es wieder tun. Aber wir brauchen 4 Kammerschlüssel, um hineinzugelangen. Du hast schon rein, nicht wahr? Oh yeah. Eden 6, wahrlich kein Paradies. Promethea, hier habe ich meine erste Kammer gefunden. Pandora, meine Heimat. Maliwan hat einen Arsch voll Basen zwischen.
uns und der Kammer eingerichtet. Genau deshalb wollte ich Necrotafeo geheim halten. Aber das hat sich jetzt wohl erledigt. Du musst den letzten Schlüssel holen. Ich habe ihn nahe der Kammer versteckt. Eine Brücke führt direkt zur Kammer. Geh dahin, Kammerjäger. Und viel Glück mit Maliwan. Forschungsdaten diesem Heilerbot gegeben. Turn. Aber er ist losgezogen und hat seine eigene Praxis aufgemacht. Was auch immer das heißen mag. Wenn Maliwan ihn findet, kriegen sie die Daten und kommen uns töten. Geh zu seinem Büro und hol sie zurück. Turn ist eine Gefahr für unser Überleben. Wenn Maliwan diese Daten in die Finger kriegt, finden sie uns. Du musst den Idioten umbringen und seinen Datenkern bergen. Was? Töte ihn nicht! Er ist ein total netter Kerl und kann super zuhören. Er hilft mir sogar, mit dieser Arschkrampe fertig zu werden, die immer für ein mieses Arbeitsklima sorgt. Na ja, wirst du lieber glücklich oder lebendig? Was für eine komische Sache. Bis jetzt war ich immer beides. Alle Fertigkeiten werden gebraucht. Typhon hat an dem Prototyp einer Verteidigungskanone gearbeitet. Wir werden sie fertigstellen, damit du diesen Maliwan-Pernern wehtun kannst. Um sie abzufeuern, brauchen wir Wächterenergie. Nimm diese Energiefalle. Wir werden die Wächterenergie nutzen, um die Kanone anzutreiben. Das wird so cool aussehen. Wir schießen einfach in den Himmel und tun niemandem weh. Ich schieße mit meiner neuen Waffe, wohin ich will. Kammerjäger, du musst die Energiefalle nutzen, um die Wächterenergie zu sammeln. Geh in den Tempel. Ich wette, als du mich gesehen hast, hast du dir gedacht, das ist der erste Kammerjäger? Der Typ? Ah, ich werde schon mein ganzes Leben lang unterschätzt. Aber ich sag immer, Helden gibt es in allen Formen und Größen. Egal, geh einfach zur Brücke. Ich sag deinen Leuten Bescheid und lass sie wissen, was hier los ist. Hey, ich habe eine wirre Nachricht von Typhon de Leon erhalten. Irgendwas über eine Maschine und einen anderen Kammerschlüssel. Er scheint dich zu mögen. Mach uns stolz. Schließlich hat jeder mal das Bedürfnis, rumzubrüllen!
Also, Falle platzieren, dann laden und dann sichern. Da kommen sie! Sei vorsichtig! Vorsicht ist hier weniger gefragt. Eher ein Badass. Warum nicht beides? Mit Badass kann ich dienen. Punkt. Genau so musst du das machen. Hör sie nur kommen, Kammerjäger. Kammerjäger, deine Kerzen sind deine Augenweide. Ich hab keinen Mund und muss trotzdem sammeln. Diese Wächter tun mir fast leid. Es ist nicht ihre Schuld, dass sie so sind. Knapp, Sparrow. Das sind seelenlose Konstrukte. Ende der Geschichte. Nicht heute! So einfach. Eine gute Kanone. Thank you.
pulsiert in meinen Adern. Komm zu Perns Zentrum für Aura-Zentrierung für eine kostenlose Sitzung zur Energieangleichung mit mir. Tern, Heilung scheint am Horizont. Willst du es versuchen? Felsen treffen! Hör zu, Turn ist ein Meisterheiler. Seine Ideen sind ein wenig abgefahren, aber lass es einfach zu. Benutzt die Sprechanlage und sag ihm, was er hören muss. Oh, und töte ihn bitte nicht. Oder doch? Nein. Außerdem gibt dir Turn am Ende jeder Sitzung ein glänzendes Stück Iridium, wenn du ihn nicht tötest. Jeder, der dir einen Kristall gibt, ist glaubwürdig. Führe die Kraft! Grüße, voraussichtlicher Patient. Ich spüre, warum Sparrow und Groose dich geschickt haben. Und ich kann helfen. Aber zuerst, ist dein Bewusstsein zentriert? Und bist du bereit zu wachsen? Sicher bin ich das. Ah, aber ist deine Energie richtig zentriert? Lass mich einen Moment lang deinen Energiefluss beobachten. Okay. Ich spüre, dass du eine stressige Arbeitsumgebung hast und dass du das Schicksal des Universums auf deinen Schultern lasten spürst. Interessant. Jetzt sehe ich, dass deine Energie fließt. Zentriere weiter. Yep, zentrieren, alles klar. Ein bisschen mehr nach links. Oh, lass mich einfach rein. Na bitte, jetzt bist du richtig zentriert und bereit für die Heilung. Bitte, betritt mein Heiligtum. Vergiss nicht, das hier ist ein heiliger Raum, wo alle Lebensformen in Harmonie koexistieren können. Ich bin immer in Harmonie. Deine erste Diagnosesitzung ist kostenlos. Danach nehme ich eine nominelle Gebühr von $1000 pro kosmische Neuzentrierung. Für den Anfang, leg dich bitte auf die Couch. Tja, ich weiß nicht, ob ich das kann. Auch gut. Dein Pfad führt dich dahin, wohin er dich führen muss. Wie dem auch sei, wir machen weiter. Ich möchte, dass du dich kreativ ausdrückst. Das legt die Seele frei. Nutze diese Farbe und tob dich an der Leinwand aus. Ja, exzellent! Und jetzt male, was in deinem Herzen ist. Im Herzen deiner Seele. Kunst verrät mir, dass du dich gefangen fühlst in einem endlosen Kreis aus Gewalt und materiellen Errungenschaften. Interessant. Ich weiß, wie man deinen Kreis durchbricht. Ein prächtiges Geschenk nur für dich. Bitte öffne die Truhe der Ruhe für eine glorreiche Belohnung in Anerkennung deiner harten Arbeit heute. Wie schade. Nicht das, was du erwartet hast. Und was fühlst du dabei? Dass du ein Penner bist? Ja, ja. Du drückst dich aus. Es ist Zeit, deine Behandlung zu starten. Hör aufmerksam zu. Du musst mir komplett vertrauen, damit die Behandlung wirkt. Unter keinen Umständen darfst du zu Gewalt greifen. Wir werden sehen.
Ich will mich glasklar ausdrücken. Wir können den Pfad der Heilung nicht Hand in Hand beschreiten mit einer Barriere zwischen uns. Ich öffne mich dir und du musst dasselbe tun. Erschieß mich nicht. Das kann ich gar nicht genug betonen. Bitte greif nicht zu, Mann. Es ist zu deinem Besten. Autsch, das tut weh. Ich hätte wissen müssen, dass du nicht bereit bist für die Behandlung. Wenn du dich so aufhörst, wirst du nie Harmonie erreichen. Du bist ein schrecklicher Patient. Und wie ist es gelaufen? Hast du die Signalspitze nicht gespürt? Turn ist tot. So ist es gelaufen. Aber warum das denn? Weil er wirklich nervig ist. Oder war. Tja, wir sind abgestürzt. Das Schiff ist Schrott. Wir haben Waffen und Ausrüstung und Schinken für ein paar Monate. Also sollten wir es schaffen. Ja. Ich habe ein paar dieser historischen Markierungen auf dem Schiff gespeichert. Und das ist gut zu tun. Diese Teufelarchive sind weniger überzeugend, wenn man den Mann mal kennengelernt hat. Es geht doch aber nichts über etwas Beute für die Massen. Platziere die Teile, die du gesammelt hast, und leg die Energiefalle neben den Prototyp. Es tut mir leid, dass er getötet wurde. Aber wenigstens sind die Daten sicher. Auf Nimmerwiedersehen. Kristalle sind nur für eins gut. Hochpräzise interne Zeiterfassung. Und ein paar sind wirklich... hübsch. Warum bist du so gemein, Klaus? Es ging hier ums Überleben, Sparrow. Dann fängst du endlich an, die Dinge ernst zu nehmen. Niemals. Welchen Sinn hat das Leben, wenn man alles jederzeit ernst nehmen muss? Du bist hoffnungslos. Diese Energie ist flüchtig. Oh nein! Oh nein! Ich glaube, das Ding fliegt in die Luft! Zurück! Falscher Alarm! Ja, irgendwie haben wir dieses helle Licht überlebt. Bitte sehr, Kammerjäger. Unsere finstere Kanone wartet. Sie ist so wunderschön. So finster. Und so kanonisch. Deine Bezahlung, Kammerjäger. Na, worauf wartest du? Du hast eine schicke, finstere Kanone, oder nicht? Geh da raus und töte ein paar Maluan. Du Naturgewalt, du. Du wundervolles Monster. Boom, boom, baby. Ich habe einen Job für dich. Du hast sicher die Nekrobeben gespürt, Kammerjäger. Das muss Malibons Werk sein. Alles klar. Bebenzeit ist die beste Zeit. Wie du siehst, findet Sparrow Nekrobeben lustig und cool. Aber wenn die nicht aufhören, wird dieser Planet in Stücke gerissen und alles darauf wird ausgelöscht. Was, objektiv betrachtet, nicht cool ist. Setze diese Signale ein, um die Quelle der Beben zu finden.
Nimm auch ein paar Sprengsätze mit. Für alle Fälle. Platziere zuerst das erste Signal. Gut, nur noch zwei. Wir müssen die Signale triangulieren, um die Quelle des Nekrobebens zu bestimmen.